Auf der alten SS-125, kurz vor dem Abzweig der SS-11, wurden die Kameras aktiviert. Auf der SP-13 ging es jetzt Richtung Süden, vorbei am Monte Coruggio, über Escalapano zum Brunnenheiligtum Fontana Coberta. Wir nähern uns dem Brunnenheiligtum. Touristisch erschlossen sieht anders aus. Und so sah die Anlage eigentlich 10.000 vor Christus aus. Weiter geht es über Balao auf die SS-387. Die fährt sich gut, aber wenig mitreißend. Erst auf der SS-125 macht es wieder mehr Spaß. Abwärts Richtung Cagliari wird es etwas ruhiger, aber der Verkehr nimmt zu. Interessant wird es erst wieder auf den Küstenstraßen SP17 und SP18. Es geht nun Richtung Norden auf dem langweiligen Teil der SS-125. Erst auf dem alten Teilstück wird es besser. Es wird immer ungemütlicher, sodass wir uns doch entschließen, Regenzeug anzuziehen.